So, wir gründen jetzt hier eine Partei. Und diese Partei könnte man nennen, das ist unsere Idee, Team Freiheit. Wir haben eine gegründet. Viviane, Professor Dr. Martin Schwab, Professor Dr. Ulrike Kämmerer und ich haben eine Partei gegründet, die heißt Team Freiheit. Wir haben auch ein schönes Logo, beziehungsweise Viviane hat eins entwickelt. Unser Coach ist Dr. Wolfgang Wodak. Der hat schon Erfahrung mit Demokratie, weil er lange im Bundestag gewesen ist, weil er auch lange im Rat der Europäischen Union gewesen ist und der hilft uns dabei. Das Besondere daran ist, dass niemand die Gründung einer politischen Partei stören darf. Die Exekutive darf nichts machen. Ich werde mal kurz vorlesen. Die folgende Nummer. Oh, was sehe ich denn hier? Das ist mein Maskenattest. Ich habe eben nochmal gesagt, es ist nie um Gesundheit gegangen. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Hier wird ein Programm abgespult, was was ganz anderes durchzieht, nämlich Kontrolle, Macht, Bevölkerungsreduktion. Darum scheint es mir im Wesentlichen zu gehen. Es ging auch im Dritten Reich um Gesundheit. Ne? Diese ganze Rassenhygienenummer, die da abging, die dann mündete in die Euthanasie, darauf hat mich der Rabbi erst wieder aufmerksam gemacht. Unter diesem Deckmantel lief das glatte Gegenteil von Gesundheit. Und genau dasselbe passiert jetzt auch. Und ich glaube, wird ganz wichtig, dass möglichst viele Leute das möglichst schnell begreifen, damit der Schaden nicht ganz so groß wird. Der Reden sind genug, man muss noch mal Handlungen folgen. Also du hast jedenfalls an Unterstützung noch nicht mal genug gekriegt, um deine Mietkosten zu bezahlen. Nein, wenn ich das kann de facto weder privat noch hier öffentlich Miete zahlen. Mhm. Also sagst du, wenn ich das richtig verstehe, die Politik kümmert sich überhaupt nicht, also müssen wir selber Politik machen. Und das ist der Grund, warum hier heute so viele Leute zusammengekommen sind und sagen so, dann machen wir eben eine eigene Partei. Wenn wir nichts ändern, es wird kein anderer was ändern. Okay. Ja, mach. Also ich würde sagen, wir sollten jetzt die politischen Gespräche mal in kleinen Gruppen, vielleicht, dass ihr euch einfach noch mal ein bisschen, also manche kennen sich ja noch nicht, dass man sich in kleinen Gruppen oder also die meisten sitzen natürlich oder alle sitzen natürlich in Haushalten zusammen, aber man kann ja mit dem nächstsitzenden Haushalt dann mal so ein bisschen ins Gespräch kommen und mal gucken, was da noch an Gedanken aufkommen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht mal 10 Minuten Teamarbeit quasi, ja. Also noch eine kleine Anmerkung, wir haben hier im Moment jetzt keine Musik, weil es wegen des Livestreams natürlich ein GEMA-Problem gäbe, aber in einer Versammlung, die jetzt eben ohne Stream beispielsweise stattfinden würde, könnte man natürlich dann auch ein bisschen Untermalung haben, damit die Gedanken vielleicht noch ein bisschen runterlaufen. Sören, du musst mir erstmal sagen, was das Bier hier kostet. Ja. Könnt ihr mal kurz herhören? Also es sind auch schon ein bisschen hin und her überlegt worden, wie jetzt das mit dem Namen der Partei, ob das so stehen bleiben soll. Der Vorschlag von dem Sören ja mit dem Freiheit, Scotch und Soda. Mit Team Freiheit, Scotch und Sofa, Kolbitzstraße 18 und dann Postleitzahl und Berlin, ja, dass man also auch weiß, wo der historische Moment war. Ich habe jetzt gerade, das ist auch interessant, das sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, es sind auch die privaten Medien. Es gibt einen Bericht, ein Video, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Viviane, über eine Frau von Spiegel TV, die in einem Chat mit
ausgerechnet den berüchtigten Volksverpetzern, mit aller Macht versucht hat, zu verhindern, dass Robert Kennedy Jr. am 29.08. eine Rede hält. Mit einer Ausdrucksweise, die da fragt man sich, ob die überhaupt jemals zur Schule gegangen ist oder... Und aber wie aussichtsreich ist denn jetzt so dieses Netzwerk britischer Staatsanwälte und Richter? Was kann man da erwarten? Also ich glaube, das ist super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird eine super Geschichte, weil wir haben das ja die ganze Zeit schon mitbekommen, dass da sich auch was tut in den Gerichten, ja. Also der Richter, der die Verfassungsbeschwerde da eingereicht hat, wir hatten das ja erstmal anonym veröffentlicht, der hat sich jetzt ja heute in einem Podcast geoutet, ja, also Dr. Peter Schleiter hat sich da geoutet, und wir wissen auch von einem Urteil, ich sage dazu jetzt nichts Näheres, aber das ist schon gesprochen und das wird wohl, ich weiß nicht, wir hoffen morgen veröffentlicht werden und das ist toll. Aber das ist ja wie immer, ne? Recht haben und Recht kriegen ist manchmal etwas schwieriger. Ja. Bisher war es so, dass die Justiz aus meiner Sicht, deswegen bin ich auch gut vorbereitet auf das, was wir hier machen, aus meiner Sicht in den Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, wo der Einzelne gegen einen mächtigen Konzern angehen muss, nicht funktioniert. Du weißt das ja auch aus den Bankenhaftungssachen. Wir haben, also ich habe vorhin schon wieder eine Meldung gekriegt von einer, angeblich einer, wir wissen nicht, ob es stimmt, von einer Entscheidung eines Gerichts in Peru. Hast du das mitgekriegt? Ja, ich habe schon entschieden worden, ist. Ich dachte, es sei... Nee, das ist nur eine, das ist, also die haben sowas Ähnliches wie in Frankreich, gibt es Untersuchungsrichter. Mhm. Und die entscheiden darüber, ob es eine Strafsache, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Und in Peru ist offenbar ein Untersuchungsrichter, wenn das stimmt, kann auch Fake sein, ne? Ist offenbar ein Untersuchungsrichter zu dem Schluss gekommen, dass die Anschuldigungen gegen Gates, Soros und so weiter, dass die das Ganze inszeniert haben, ausreichend konkret sind und lässt offenbar die Anklage zu. Ja, ist ja toll. Jetzt haben wir wieder eigentlich neues Futter. Ich denke, die Satzung zum Beispiel würde ich jetzt, wenn es eure Satzung ist, also wir haben das auch aufgenommen. Wir haben das bei uns in der Mustersatzung, die ja bei team-freiheit.net auch verlinkt ist. Ich wollte mal was zur Aufklärung sagen. Ich bin Psychotherapeutin und ich werde natürlich auch von vielen Patienten gefragt, was halten sie denn davon? Und ich kläre die ganz klar auf, also weil ich nämlich auch Angst habe, sage ich ganz ehrlich, dass ich später belangt werden kann. Ja? Und genauso kläre ich sie über die Masken auf. Ich habe von Anfang an die entsprechenden Schreiben und so weiter. Möchte ich mich jetzt nicht hierher zu äußern. Ich gehöre zu den Fachärzten und wir werden also ganz eindringlich aufgefordert, ihn nicht aufzuklären. Tatsächlich. Ja. Das ist Schreiben existiert. Und ich weiß es auch von den Apothekern, die ganz klar am Anfang aufgefordert wurden, sagen Sie nichts über die Nebenwirkungen. Das habe ich von vielen das Apothekern weiß ich, auch ja, gehört. Ja, das weiß ich. Dieses Schreiben gibt es aber. Ja. Ja, aber wisst ihr, was das bedeutet? Jede einzelne Impfung ist eine Körperverletzung. Ja, das weiß ich, genau. Und das, was die machen, Dankeschön, ist eine Anstiftung zur Körperverletzung. Ja, genau. Ja, aber alles ist ja Anstiftung. Der Test ist falsch, ist auch eine Körperverletzung. Also keiner kann einfach da im Rachen oder in die Nase reinstechen. Die Maske ist eine Körperverletzung, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich hatte die entsprechenden Befreiungen. Das ist alles eine Körperverletzung. Auch die Quarantäne, es ist alles. Auch das hier, dass das gesperrt ist und so weiter. Das ist alles, alles, alles rechtswidrig. Also das können wir noch nicht veröffentlichen, weil wir es noch nicht haben. Aber es gibt ein ganz neues Urteil eines Gerichts. Ich sage nicht, welches Gericht. Aber ich weiß von den Kollegen des
Richters, der es geschrieben hat, dass darin klar und deutlich erstmals festgestellt wird, dass all diese Maßnahmen verfassungswidrig, das heißt auch nichtig sind. Nichtig heißt, man muss sie nicht befolgen, man kann sich denen nicht unterwerfen. Und jeder, der daran beteiligt ist, das durchzusetzen, auch die Polizei, wird sich verantworten müssen. Es wird nicht gleich morgen sein, aber es wird so sein. Die Österreicher sind da einfach einen Schritt weiter und es wird Herrn Kurz, wird es nicht gut gehen. Politisch wird er dafür einen ganz, ganz hohen Preis bezahlen, vielleicht auch mehr als nur politisch. Vielleicht wird er ja kürzer gemacht. Ja, es gab ja schon mal so eine Revolution, wo das üblich war. Ne? Ich muss mich noch mal erkundigen mit dem Schreiben, Flakerfort. Ja. Ich weiß, dass es existiert. Also ich weiß das von den Apothekern auch. Mhm. Da tun sich ja auch eine Menge Leute zusammen. Ich wollte noch mal was zur Kassau sagen. Ja, hier ist doch schon seit in der Regierung. Wir werden auch gestochen. Also wir kriegen Geld von der KV, einfach so. Ich habe zum Beispiel im Sommer einfach 1.000 Euro auf dem Konto mehr gehabt. Ich wusste gar nicht, wo die herkamen. Da stand Corona-Ausgleichszahlung. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Wie, gar nicht beantragt? Nein, nicht beantragt, nichts. Und jetzt schon zum dritten Mal. Hast du das schon mal gehört? Ja. Nicht jetzt also wir sind ja quasi jetzt in der Sondierungs-Kundungs-Vorphase sozusagen. Wir sollten aber gleichwohl jetzt nochmal, hätten wir auch am Anfang machen können, aber können wir auch jetzt machen, weil wir haben uns ja erstmal so ein bisschen vorgeglüht. Nochmal einen Versammlungsleiter bestimmen. Wer möchte gerne die Versammlungsleitung übernehmen? Also beziehungsweise wir übernehmen die jetzt mal für den heutigen Tag. Nee, wir waren hier ausschließlich als Coach, die Kollegin Juliane Fischer und ich waren ausschließlich als Coach oder als Berater dabei, um aber wenn sich das dann fortsetzt, wäre eben wichtig, dann braucht ihr einen. Braucht man einen Versammlungsleiter, der das einfach und dann protokolliert man das dann auch. Oder Hans, möchtest du heute der Versammlungsleiter sein? Aber Richard, du kannst das doch auch. Versammlungsleiter. Versuch mal Abstand einzuhalten. Wer keinen Attest hat, besser eine Maske aufsetzen. Wo sind die denn? Wir wurden übrigens gerade von jemandem mit kaltem Blitzlicht fotografiert. Mit einem Objektiv und ja, kann auch jemand gewesen sein, der einfach neugierig ist. Ja. Also wir haben nichts zu befürchten. Nein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir... auch wenn wir das zu Hause haben? Dass wir Zeit oder Zeit verlieren. Oder Zeit verlieren, genau. Versammlungsleiter bin ich ja offenbar vorgeschlagen worden. Ja, und angefangen. Ich würde dann als Versammlungsleiter von der Versammlung hier gewählt. Ja. Ja, es geht jetzt darum, dass die Leute, die jetzt halt hier sind, dass ich dazu aufrufe, eine Partei zu gründen, was ihr schon gemacht habt. Ja, und da geht es darum, dass wir über eine Satzung sprechen. Ja, ich lese das einfach mal vor. Gräbel ist die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Garantien des Schutzes der Menschenwürde. Umsetzung der plebiszitären Elemente des Grundgesetzes. Schaffung funktionierender Rechtswege und echte Unabhängigkeit der Justiz. Ausweitung der persönlichen Verantwortlichkeit der handelnden Personen in Verwaltung und Politik.
Ich stelle gerade fest, wir haben noch zwei Polizisten, drei. Sie möchten auch an der Parteigründung teilnehmen? Nö, ich bin nur höflich und habe Sie nie unterbrochen. Sind Sie hier der Leiter dieser Veranstaltung? Ich bin der Versammlungsleiter. Dann hätte ich bitte gerne Ihren Ausweis und dann würde ich gerne ein paar Sachen mit Ihnen besprechen wollen. Sie verstoßen ja sonst gegen so ein paar Verordnungen und Gesetze, die aktuell gelten. Könnten Sie uns das kurz mal sagen, welche das sind oder wo Sie genau das machen? Ja, gerne, aber bitte hier. Wir sind gerade bei einer Gründung einer Partei. Bin ich jetzt gerade als Versammlungsleiter gewählt worden und ich würde jetzt gerne die Versammlung fortsetzen. Sie stören mich gerade bei der Ausführung meiner politischen Arbeit. Davon lasse ich mich nicht stören. Nein, davon lasse ich mich nicht stören. Nee, das Verfassungsgericht kann zwar entscheiden, dass die Partei verfassungswidrig ist, aber das muss das Verfassungsgericht machen. Genau, deswegen können Sie auch nicht entscheiden, ob das, was hier passiert, verfassungswidrig ist oder nicht. Nee, aber ich kann feststellen, dass hier eine Veranstaltung stattfindet. Eine Versammlung. Wir gründen gerade eine Partei. Und die ist vom Grundgesetz, ist das geschützt, dass wir frei eine Partei gründen können. Und Sie stören mich hier gerade dabei, dass wir hier eine Partei gründen. Und deshalb bitte ich Sie jetzt, den Raum hier zu verlassen, wenn Sie nicht an der Parteigründung teilnehmen wollen. Mit Ihrem Personalausweis und dann können Sie gerne fortfahren. Was ist denn nur? Eben Sie mit Ihrem Personalausweis oder nicht? Natürlich. Ich zeige Ihnen meinen Personalausweis. Nee, die geben wir den. Nein, ich gebe Ihnen den nicht. Ja doch. Ich kann Ihnen den zeigen. Und was ist denn Larifari mit Ihnen? Sie kriegen jetzt den Ausweis oder ich soll jetzt hier ansprechen für die Zeit? Ich habe Ihnen den Ausweis da. Ich zeige Ihnen den Ausweis, bitteschön. Nee, Sie geben mir den. Nein. Sie haben seinen Dienstausweis der Polizei Berlin. Genau, können Sie auch einfach fotografieren. Nein, ich fotografiere den nicht. Dann schreiben Sie es einfach ab. Ich hab Zeit, geben Sie mir den Ausweis. Nein, ich gebe Ihnen den Ausweis. Sie geben mir den Ausweis. Er weist sich doch gerade aus. Ich weiß nicht, was er doch nicht machen. Ich lege Ihnen den Ausweis vor. Bekomme ich jetzt den Ausweis? Nein, Sie bekommen ihn nicht in die Hand. Und Sie stören meine Versammlung hier. Ja, machen Sie noch mal darauf aufmerksam. Ich gründe hier eine Partei. Sie gründen Sie können mir einfach den Ausweis. Ich schreibe Nein, ich gebe Ihnen nur den Ausweis. Ich will kein Foto haben. Ich möchte bitte diesen Ausweis noch damit mir Ihre Daten abschreiben kann. Das können Sie, indem Sie das ist mein Ausweis, da ist mein Foto drauf. Ich bin der Besitzer dieses Ausweises. Ich bleibe auch Besitzer. Prüfen, wenn ich den an der Hand habe. Und das können Sie aber auch, indem Sie sich das anschauen. Das kann ich nicht. Doch, Sie dürfen ihn gar nicht in die Hand nehmen. Das ist wahrscheinlich sind da Aerosole drauf. Das glitzert so gut. Ich würde es nicht anfassen. Wie es vorgeht jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir warten mal ab. Daraus wird sich mit ziemlicher Sicherheit endlich mal Bußgeld bescheiden. Gegen den ich oder ein richtiger Rechtsstaat. Aber wieso? Ich denke, eine Parteigründung. Natürlich, das wird vermutlich leider Gottes erst gerichtlich festgestellt werden. Aber darf er unsere Personalien jetzt alle aufnehmen? Das kann er machen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber das kann er machen. Das kann passieren. Gibt es hier einen Hinterausgang? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Nee, das weiß ich nicht. Ich will auch nicht abhauen. Ich meine einfach. Wir können auch uns fragen, was hat denn das für eine politische Bedeutung, wenn die Gründung einer Partei von der Polizei verhindert wird? Oh, gute Frage. Ich glaube, das kann man hier ganz cool aus dem Internet sehen. Ich habe es neulich schon mal vorgelesen. Artikel 21 im Grundgesetz ist für die Bundesrepublik Deutschland die erklärende Grundaussage zum Recht der politischen Parteien in Deutschland.
sonst geht es nicht. Wir halten uns hier an die Regeln. Diejenigen, die einen Attest haben, die haben keine Masken auf. Die, die keinen Attest haben, haben Masken auf. Wir halten die Abstandsregeln ein, also Desinfektionsmittel, also Hygienemaßnahmen. Ja. Ich hab auch mal Desinfektionsmittel hier. Ja. Okay. Ja. Kommt gleich alle auf einmal. Ja. Die macht ja viele. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Standangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der Rasse. Das Geschlecht, Geschlechtsbekenntnisses. Hier wollte ich Berliner Polizei. Mein Name ist Dutsch. Herr Dutsch? Ja. Ja. Wer sind Sie? Oder ich hab die Zeit. Haben Sie denn die Eintrittsrechte? Wir gründen gerade eine Partei. Und Sie stellen jetzt gerade die Versammlung hier. Wollen Sie auch Partei mitnehmen? Nehme ich nicht her. Dann wird es halt die Eine Gründung einer Partei brauchen wir nicht anzuwenden. Das ist hier eine Versammlung, eine Gründungsversammlung. Nein, das ist eine spontane Gründungsversammlung einer Partei. Vorsicht, brauchen wir nicht anzeigen. Die Gründung einer Partei brauchen wir nicht anzeigen. Also keine Versammlung im. Wir sind ja nicht. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich hier Verstöße nach der direkten Ich verstehe kein Wort, bitte. Bitte, also bitte mit ihm und nicht mit ihm. Ja, das macht aber nicht. Ich habe aber, genau. Ja. So. Das heißt, jetzt würden alle Personen jetzt hier anwesend, Jeder hält sich an die Regeln. Diejenigen, die einen Test haben, haben keine hier, Maske Leute auf. Eine Maske auf. Ich bin der als Versammlungsleiter gewählt worden. Ich spreche, deshalb brauche ich auch keine Maske aufzuziehen. Also haben Sie ein Konzept da oder nicht? Wir haben eine spontan, eine Gründungsversammlung, also eine... Wir haben ein Konzept. Ja, was denn jetzt? Ein Konzept oder nicht? Ja? Natürlich haben wir ein Konzept. Jeder hält sich an die Abstandsregeln, jeder hält sich an die Maskenregeln. Ich kann Ihnen kein Konzept vorlegen. Also haben Sie keins? Doch, nein, das wir, heißt, haben wir haben ein. Wir haben Wer sagt denn, dass es schriftlich ist? Wir brauchen eigentlich kein schriftliches Konzept. Ja. Wenn Sie, das keine, Sie haben auch keine, Person, keine Liste von Personen, die jetzt hier angehen. Aber Sie können ja von jedem... Wir machen gerade eine laufen. Gründung. Wir, stellen, wir machen gerade eine Gründung einer Partei. Ja, wir dürfen die Veranstaltung so lange. Ich jetzt sagen wegen dem Hygienekonzept. Die Liste wird ja gerade erst jetzt erstellt. Ja, Sie erzählen doch am Anfang von der Versammlung. Ja, wir sind eine Versammlung. Wir machen eine Versammlung. Wird normalerweise angezeigt. Nein, nicht bei einer Parteigründung. Das wäre ja noch schöner. Das ist doch 21 Grundgesetz. Haben Sie eine Versammlung oder haben Sie eine Parteigründung? Eine Gründungsversammlung einer Partei. Ja, eine Gründungsversammlung einer Partei. Keine Versammlung. Keine Versammlung.